fünfte Gewinnzahl von heute ist 22. 22. Nun steht nur noch eine Zahl, dann haben wir den Fünfer habe ich schon. Jetzt fehlt nur mehr 42. Das ist meine Zahl. Das ist mein. Huh. Die letzte Zahl ist 42. Wenn Sie auch 42 auf Ihrer Tisch haben, dann haben Sie den Sechsfach-Checkpoint geknackt. Das kann ja nicht sein. Wir können es. Wir stehen mal. Es wird so sein, es wird sein. Und der Mama kann jetzt auch ein bisschen was überweisen, dass die Raten für ihre letzten Schuhe zahlen kann. Gell? Warte, Romeo, für dich habe ich auch was. Spinnst du Waffen? Reg dir an, das ist ein CO2-Revolver, ein Spielzeug. Zum Üben für den Ernstfall. Für welchen Ernstfall? Ja, damit du ein bisschen Schießerfahrung hast. Erst halt das nicht so brauchen, wenn du bei uns in der Firma zu arbeiten anfängst. Sicher. Mit Matura wird er für euch in der Firma einen Täschchen gemacht. Ja, was? In den Ferien kann er sich ein bisschen was dazu verdienen, wenn er Jus studiert. Echt? Echt? Hast du dich entschieden? Jus, super. Mama, Papa, ich habe auch eine Überraschung. Ich studiere nicht Jus, ich gehe auf die Musical-Schule. Ein Musical-Star, auch super. Die kostet eh nicht viel. Na, wirklich nicht. Sag, dass das nicht wahr ist. Romeo, erst ich hab dich noch einen Schlagzeuger von der Chefpartie getauft. Edi Romeo Jedelski. Mit so einer Vergangenheit kannst du kein Musical-Fuzzi werden. Geh, gib her das. Jetzt kann ich das umtauschen gegen ein Schminkzeug, oder was? Ja. Rudi! Romeo! Schau, das gehört alles mir. Echt gut. Götschi. Ups. Ich hab in der letzten Nacht einen fürchterlichen Albtraum gehabt. Da war so ein Massaker auf einer Hochzeit. Das ganze Blut auf der Hochzeitstorte. Das war wirklich entsetzlich, wie die Auftragskiller die Ex-Frau von meinem Freund verstümmelt hat. Dabei hätte sie sich so leicht selber retten können. Mhm. Und wie? Ja. Indem, dass sie nicht am Tatort erschienen war, die blöde Blunzen. Und wie hätte sie das tun sollen? Nicht zur Hochzeit kommen. Ah, netter Versuch. Sagen Sie doch Ihrem Freund Rüdiger, dass das so leider nicht klappt. Ach so. Na gut. Ich könnte das Geld an Auftragskiller geben. Oder Ihnen. In beiden Fällen kommen sie nicht zur Hochzeit. Aber ich würde mir das gut überlegen. Ich würde das Geld nehmen. So eine Amputation bei lebendigem Leib. Also, wie tun wir weiter? Sehr vernünftig. Vorher müssten Sie aber noch das unterschreiben. Und was ist das? Für die Steuer? Nein, das Geld ist schwarz. Das ist nur eine eidesstattliche Erklärung, dass Sie wirklich nicht zur Hochzeit kommen. Danke. Und einen lieben Gruß an Rüdiger. Möge er glücklich werden.
Die Mama macht das schon. Unkraut vergeht nicht. Jetzt komme ich extra aus Wien her und er rennt weg. Ja, gut, er hat immer schon seinen eigenen Kopf gehabt. Wie seine Mutter. Um das geht's ja gar nicht. Wie meinst du das jetzt? Können Sie sich vielleicht erinnern, wie der Mann Karsten hat? Ja, da gibt's ja eine Akte. Na? Ich hole sie. Puh, der hat Zeit. Da haben wir schon. Mahmut A. Punkt. Bitte? Tut mir leid, Datenschutz. Es geht hier um Mord, Herr Mischulke, an Ihrem Kollegen. Ja, aber ohne richterliche Anordnung. Die Vorschriften. Aber das müssen Sie ja am besten wissen. Sie sind ja auch Staatsdiener. Ich glaube, ich muss gerade dringend auf die Toilette. Ich kann Sie doch einen Moment alleine lassen. Ja, ja, kein Problem. Was hast denn du da verloren? Verschwind von meinem Auto. Tamara? Was ist denn mit der Spielzeugpistole? Wenn sie da waren, weint Mama immer, sie tun mir weh. Du willst auf mich schießen? Na schieß, dann kommst du ins Gefängnis, für immer. Und deine Mutter muss zurück nach Tschetschenien. Rufen Sie mich bitte sofort an, wenn sich der Sascha oder der Helmi Schulke bei Ihnen melden, ja? Schau mich an! Sascha, wenn du das jetzt machst, dann bist du ein Mörder. Weißt du, was ein Mörder ist? Ja, aber er hat meine Mutter. Ich glaube, da ist was passiert. Die sind auf einmal umgefallen. Was soll denn passiert sein? Umgefallen ist im Liegen immer schöner. Los. Geh krumm, schau mal nach. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich hätte gerne günstigen Kredit. Verstehe, Sir. Ich muss nur noch etwas aus dem Tresor holen, sonst zahlt es sich nicht aus für Sie. Momentchen noch. Ganz schön schwer. Sollten Sie das Geld nicht alles gleich brauchen, Sir, wüsste ich eine hervorragende Veranlagungsform für Sie, die natürlich sehr diskret ist. Aber jetzt, Sir, das Spiel ist aus. Stimmt. Wie dumm von mir, Sir. Also dann, gute Reise. Und einteilen, Sir. Wie hat er ausgesehen? Tut mir leid, Sir. Bankgeheimnis. Idiot! Jetzt kann er es niemand mehr verraten. Ausgehend von einem relativ sperrigen Textkonvolut verschiedener Autoren aus allen Dekaden, wo wir halt versuchen, den restaurativen Charakter der Nachkriegs... Moment, ich bin nicht so schnell.
Was verstehen Sie unter restaurativ? Sie müssen wissen, ich schreibe erst seit kurzem für die Kultur. Ich komme eigentlich vom Gromigteil. Ach so. Sie wissen schon, Zeltfeste, Fernreisen, Kindesmisshandlungen und das war eigentlich ganz abwechslungsreich. Ja, und jetzt muss ich da über Theater und Tanz. Freut mich, dass Sie da sind. Ja, muss ich ja beruflich. Ich war ein bisschen verunsichert. Ich habe Sie sogar angerufen, deswegen in der Redaktion. Ach, da bin ich ja nicht. Wegen dem Schluss. Wie gefällt Ihnen jetzt so? Ich meine, wenn von der Idee her. Schluss? Ich habe Ihrer Sekretärin auf ein Blatt Papier meine Überlegungen zu. Ja, das schmeißt ja immer alles weg. Um was geht's da jetzt bei Ihnen? Ja, wie gesagt, das Ganze ist halt der Versuch, die österreichische Geschichte der letzten 50 Jahre auf die Bühne zu bringen. Ja, das weiß ich jetzt schon. Wie so eine Art Revue, ne? Ich sage auch schon den Blödsinn. Revue, ist das nicht ein bisschen altmodisch? Ach so, ja. Tapfere Ansätze, besonders zu Schluss. Ich meine, sehr mutig. Er ist nicht berührend, nicht politisch, nicht lustig, eigentlich gar nichts. Aber er hat was. Obwohl so Zukunftsaussichten, wie geht's mit Österreich weiter und so, das ist halt immer ein bisschen boschert. Aber der Schluss ist, ja. Danke. Was ist das? Wiener Schnitzel. Gott sei Dank. Hast du mir jetzt auch ein Bierli? Genau, steht aber. Hallo! Hallöchen! Hey, ihr seid doch auch aus Wien, oder? Ja, aus Iwering. Ach so ein Zufall, wir sind auch aus Simmering. Aber ich sag's immer, die Welt ist ein Dorf, gell, Bärli? Aber dir hört man das eigentlich gar nicht an. Simmering, nicht Simmering. Na geh! Naja, das Einzige, was da eine schwere Niederlage ist, no network. Was? Kein Netz. Dag. Hallo. Der Mann ist der mit dem Koffer, gell? Nein, ich bin der ohne Koffer. da ist er eh. Ich sag, von wo kommt's denn hier eigentlich her? Aus Simmering. Echt? Die Welt ist ein Dorf. Wir sind nämlich aus Simmering? Ja, ich muss eh schauen, wo sie mir Gretel antreibt. Na, wer kann schon nicht sein? Aber gib Gas, bloß nicht das Licht aus. Nein, nicht mit mir. Ihr seid doch wirklich alle gleich. So, bei der Abrechnung gibt's keine Spompanalen. Bei mir nicht, ja. Ich bin ein ehrlicher Postler. Aber das gehört doch gar nicht Ihnen. Ja, eh nicht. Weil es Ihnen gehört. Grüß Gott, Herr Schellack. Es gefällt mir, Sie zu sehen. Endlich lerne ich Sie persönlich kennen. Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, befreit der Mensch sich, der sich überwindet. Bravo! Der hat unseren Goethe doch gelesen. Der Wohnwagen war günstiger, von meinem Schwager. Ein Dreier. Aha. Ach so, jetzt habe ich aber nur einen Herbung drin, der nicht, oder wie? Du, nein, jetzt geht der ist froh, wenn er los wird. Länger merkt er sich wahrscheinlich nicht. Naja, ist aber auch kein Vierzahl, oder? Was? Ah, mein bitte. Jetzt macht er genauso deppert der Witz mit der Alte. Ex-Alte. Was? Na ja, Ex. Entschuldigung, natürlich Ex. Dann kannst du eh froh sein, dass du das los bist. Naja, schier war es nicht. Was? Nicht schlecht sein. Was? Na gut, dann werden wir die überhauen, hä? Na gut, dann schon. Musst aber eine Aufnahmeprüfung machen. Schwer? Nein, leicht. Kennst du Schöbinger, Evelyn? Oh, die Schöbinger, die vom Kirchenchor, weißt du?
Schübinger. Pass auf, bei dir musst du heute am Abend vor der Messe, ja, vor der Kirche, so machen. Na, ist ja falsch, so. Was hätte das auch gehen? Ach so, geht so das. Morgen! Wie haben wir es denn heute? Schlecht! Ja, wieso denn? Diese Wagen sind kaputt. Na, Schatze, Berli. Endlich können wir reden. Ja, aber bitte kurz und schmerzlos, Edwin. Ich bin nämlich ziemlich unter Zeitdruck. Ist ja super. Was machst du? Psst. Edwin! Edwin! Ja, du bist vollkommen hinüber. Ist aber, du kennst doch den Schwalbach. Wenn der uns miteinander sieht, was macht die ganze Siedlung? Schatze, Berli. Ja, bitte hau mit dem depperten Schatze, Berli. Aber am Einkehrwochenende war das Schatzeperle noch sehr angenehm. Ha? Ich kann mich nicht erinnern. Außerdem, das war vor 14 Tagen. Edwin, du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass mit uns zwar irgendwas passiert. Bist du wahnsinnig? Du Schatz! Jetzt mach... Echt? Okay. Was? Wer denn? Na, kennst du es eh, die Schöbinger. Na, sehr super. Herkriegt ist natürlich noch immer nicht fertig. Was habt ihr jetzt gemacht, Nasenbord? Meine liebe Trude, Mutter, Mama, Ehefrau, Schwiegertochter, Kurzgattin. So wie jedes Jahr möchten wir dir